Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X im Zeichen der Wonderlock Challenge. So, ich habe schon mal eben geheilt mit Hypertränkchen und wieder die Sortierung vorgenommen. So, beim letzten Mal haben wir die Arena platt gemacht. Stadt. Ja, Ich lasse jetzt immer so ein bisschen Platz dahinter. Damit ihr auch in etwa weiß, wie ich den Part nennen soll, weil ich muss uns immer die Parts immer wieder angucken und mir neue Namen dafür ausdenken. So, jetzt sollte es rein theoretisch soweit sein, dass wir das Problem mit der Pokéballfabrik angehen können. Ja. Hallo, Denzelman! Pokéballfabrik, lass mal hingehen, fantastisch. Ach genau, was ich eben gucken wollte. Das habe ich jetzt aufs Spiel nicht mehr gemacht, habe ich gerade... Ich habe vorher noch dran gedacht, so. Google. Mach mal Google. Pokémon X. Ich muss immer aufpassen, weil die Leertaste ist auch gleichzeitig meine Stimme von Bandicam Aufnehmen-Taste. So, jetzt schauen wir noch mal. Weil ich ja letztes Mal gesagt habe, dass ich verwundert war über das Level. Oh, hier steht tatsächlich 42. Das hätte jetzt richtig in die Hose gehen können. Level Cap für die nächste Arena ist 48. Okay, 48 ist das nächste Level Cap. Dann wissen wir da jetzt Bescheid. Ich habe zum Part gesagt, wenn ich es verkacke, wird das Pokémon freigelassen, was Level Cap überschreitet. Das hat der nicht gesagt. So, los mit euch. Was macht sie jetzt? Ach, ihr beide wieder. Hallo. Jetzt ist Sana Banana und so kommen alle her. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ah! Ach, die haben ihn provoziert. Jetzt will er die verhauen. Oder sonst was mit denen anstellen. So, gehen wir mal rein. Los geht's. Lösen wir das Problem mit der Pokéball-Fabrik. Hier wird es einige Kämpfe wieder geben. Boah, bei Level Cap 48 habe ich überhaupt die Möglichkeit, so lange zu trainieren. Also hier zu trainieren. Ja, Pokéball-Fabrik ist natürlich sehr geil. Okay, Itemradar kann ich nicht benutzen. Dich töten wir schon mal. Töten vor allem. Dich schlage ich mal eben zusammen. Ah, Typ Gift. Giftkampf, ne? Man sollte ja eigentlich Zauberschein relativ guten Schaden machen. Angeberei, okay. Das gefällt mir gar nicht. Physisch bin ich aber nicht so gut. Oh Gott, zum Glück durchgekommen. Uiuiui. Mutig, mutig, Dango. Die Erfahrungspunkte-Technik ist natürlich super geil hier. Och man, jetzt lass mich doch mal bitte eine Sekunde in Ruhe. So, okay. Ja, da muss ich ihm drauf antworten. Geht um heute Abend. Der lässt mich nicht durch. Gut, das ist in Ordnung. Flogges hat ja ein Level-Up. Das heißt, wir tauschen es jetzt mal instant wieder aus. Ja, alle entwickeln sich so relativ gut in die, Bereiche der Level. Hä? What are you reading there? What are you talking about? I don't know. Okay, das hier hat potenziell einen Feuerzahn. Wie sind wir nochmal ausgelegt? Ich habe keine Ahnung.
Bericht. 66 Angriff, 74 Spezial. Ah. 90, 65. Kann die Gegnergenauigkeit senken. Hohe Volltreffer. Gut, dann nehmen wir Laubklinge. Jo, Kampf, Laubklinge! Bam, bam, bam. Kein Crit. Oh! Oh, wie ekelig ist das denn? Ich dachte gerade, ja, er steigert mit Angriff, wie geil. Und dann denke ich mir so, fuck, ich habe ja Umkehrung. Oh, es hat zum Glück gereicht, zum Glück. Wow. Als nächstes Golbert. Oh, ein Giftvampir. Lantorn! Du machst das schon. Ich glaube fest an deine Power. Die Power der Dragon Balls. Er hat sogar die Dragon Balls auf dem Kopf. Okay. Das war nicht so witzig. Akrobatik hätte ich auch gerne für Schwalbos. Wenn er kein Item hält, macht er, glaube ich, 120 Schaden damit. Wow. Oh mein Gott! Ich hab verloren! Yeah! Voll auf die Fresse! So, Pokémons. Es bleibt alles beim Alten. Gehen wir mal hier hinten längs. Ich wusste es. Kampfplaza. Mann, das interessiert mich nicht. Ich habe übrigens wieder mein DS-Stift gefunden. Der bleibt jetzt auch schön hier im Keller, damit ich den nicht wieder verliere. Meine Kinder hatten ja die blöde Angewohnheit, immer mit meinen DS-Stiften zu spielen. Ich hatte so eine ganze Packung besorgt davon. Oh nein, das wollte ich gerade überhaupt nicht. Okay. Wo bin ich hier jetzt? Irgendwo gefangen. Kann ich da rechts? Okay. Mann, das geht so berauschend schnell. Jetzt kein Durchgang. Kein Durchgang unter dieser Nummer. Sollte ich. Machen wir mal einen Platz. Letztlich muss ich ja sowieso als Trainer hier besiegen, glaube ich. Dum, 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 du Keks, yeah, man. Du bist zu Kampf, ne? Bist du Typ Kampf? Mann, bei Zorokex weiß ich das nie. Es könnte auch Elektro sein. Werde ich jetzt sehen. Zu Möwen. Dieser blinkt so. Ich töte dich. Bam. Eigentlich müsste der Rankenhieb dann auch noch leuchten bei Zornklinge. Zornklinge. Wie komme ich denn jetzt auf Zornklinge? Oh mein Gott. Magnein. Hier kommt Schwalbos. Ihr seid beide aus Höhen. Huen. Da könnt ihr euch auch gegenseitig battlen. Baby. Baby. Ne, ne, ne. Fü, nü, 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 nü. Ich habe gerade keine Ahnung. So, du hast 60. Kann ich ausgewichen werden. Du hast, ja, voll. Du hast 90. Du bist physisch, ne? Wäre komisch, wenn du es nicht wärst. Wisst ihr was? Dann gehen wir auf Rückkehr. Safe. Haben wir Step drauf. Und die Attacke ist stark. Und hat fast getötet. Aber auch nur fast. Fast ist aber nicht ganz. Denn fast ist nicht ganz. Leveltechnisch ist das gerade noch okay. 36. Ja. Kann man mitnehmen. Dass ich fast ein Level-Up habe, kann ich auch mitnehmen. Ich hätte aber gerne das Level-Up komplett gehabt. Alter. Mann. Was soll das? Was soll das? Ich weiß nicht, Alter. Oh mein Gott. So, einmal schnell alle durchhielen. Schön Tränke verbaseln. Habe ich schon gesagt, dass ich die Ingame-Musik vom Spiel unbedingt mal lauter machen muss beim Rendern, weil meine. Die klingt immer so, als ob die nur ganz, ganz weit im Hintergrund wäre. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das war so nötig. Ich habe schon Let's Plays von anderen gesehen, die haben das Item hier einfach liegen lassen. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Hallo? Items! Oh, da
einfach mal zugreifen, ne? Tap 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 bing. Wing wing wing. Dun, 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 dun. Ein Schluck weg. Scheiße, ich glaube, ich habe das falsche vorne. Ja, natürlich. Serpier Royal. Ich hätte auch wechseln müssen, weil das ist ja Level 39. Du bist zu Gift. Schweibwurst. Du machst das. Ich glaube fest an dich. Ja, machen wir deine Spezialverteidigung höher. Ist mir egal. Weil Rückkehr wird dich trotzdem ziemlich hart treffen. In den Magen. Bäm. Voll in die Magengrube. Du Toxin. Er hat mich toxinisiert. Erste Runde kriege ich 6 Schaden. Dann 12. 24. 48. Oder auch nicht. Vorher töten wir das Vieh. Haha. Level 39. Wir haben Frosch im Hals. Ah, es kratzt so. Oh, was soll ich tun? Katscha. Sind wir jetzt bei Part 3 oder Part 4? Ich glaube, wir waren jetzt bei Part 4. Also Part 4 nach meinem Feuerheiler bin ich gar nicht. Mann. Der leichte Nachklang einer Erkältung. Immer sehr schön mit anzuhören. So, Lantern ist dran. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Musik in dem Spiel gar nicht so toll, ne? Ich finde, die hat irgendwie nicht so was Mitreißendes oder sowas. Bla 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 bla. Schenk mir mal was. Warum schenk... Das ist gut zu wissen. Dankeschön. Hätte ich gerne vorher gewusst. Genau zur Maschine hingekommen gleich. So, einmal umgekehrt. Alles einmal angucken hier. Ich weiß gar nicht, ob ich hier gerade richtig bin. Hier komme ich ja gar nicht mehr weg jetzt. Nein. Der lässt mich ja nicht durch. Hier müsste aber noch ein Gang runter sein, oder? Ah nein, hier ging es ja runter. Okay. Einmal schnell überlegt, dann hat man die Sache auch schon gegessen. Das sieht immer so nach versteckten Item aus hier. Ah, ich will Items! Give it to me, baby! Aha, aha! Das war das Kratzbürstige. So, hier hoch, da rein. Links, rechts, geradeaus, vor, zurück und peng. Da sind 3 GS-Bälle. Ja, für 5 Millionen Mitglied werden. Die spinnen doch. Ja, ich helfe dir. Bla, 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 bla. Battle gegen den Vorstand von Team Flair. Zurück jetzt. Bist jetzt Elektro oder Kampf? Kannst gerne Elektro sein, ist mir egal. Mach Zauberschein. Wenn das Kampf ist, dann ist das sehr effektiv. Okay, das ist Typkampf. Gut zu wissen. Wow, das war aber richtig gut. 39. Hundemon, da bleiben wir natürlich drin. Aber wir haben ja den Schnörfler. Den Schnörfler. Und der Schnörfler kann nämlich das Vieh voll ertränken. Feuert an und geht daneben. Haha, Land von overpowered. Wow, das hat den Surfer überlebt. Schon wieder Prügler. Und trifft immer nur einmal. Ach ja, stimmt, da hat der Andi ja geschrieben. Prügler trifft immer so oft, wie viele Pokémon im Team hat. Wenn der nur noch eins hat oder so, dann... Ah ne, gar nicht, eins für das andere dann, ne? Also 5-mal insgesamt. Ja, du hast verloren. Gacha. Mal wieder. Es ist immer Gacha. Hier bei dir jetzt auch noch. Wird das nicht ein Doppelkampf?
Ja, während du da hinten so lange für eingebraucht hast, habe ich gleich das ganze Haus hier geklärt. Jo. Doppelkampf oder Einzelkampf? Aua, 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 aua. Oh, ich habe mir gerade wehgetan. Gar nicht so schlecht, das Matchup, muss ich ehrlich sagen. Die Viecher können nichts gegen mich machen. Und außerdem bin ich hier ein guter Absorber für... Damit treffe ich Zauber, ne? Komm, machen wir Dünner Blitz. Voltenso, okay. Ja, damit habe ich jetzt... Oh Gott. Volltreffer, danke. Ist zurück... oh Gott, oh Gott. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, shit. Das tut mir jetzt leid, meine Liebe. Aber ich muss dein Pokémon leider mit angreifen. Wie die einfach mal beide auf Ziaogon gehen. Unglaublich. Naja. Absurd. Also irgendwie ist das hier gerade echt ein bisschen blöd, ne? Ich hab doch auch einen Voltabsorber. Wieso hat mein Voltabsorber nicht gewirkt? Verstehe nicht, aber okay. Aber das war's jetzt mit dem. Eins hat überlebt. Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das töten wir jetzt auch. So, der Voltabsorber ist weg. Das heißt, wir können mit Dynablitz draufhauen. Ja, war klar. Absol ist tot. Tot, tot, tot. Unfähige Trainerin. Ach, das hat Level 41, das Vieh. Sehe ich jetzt erst? Wie geil ist das denn, ey? Oh, ich kämpfe einfach mal, ne? Läuft bei mir. Ampelleuchte. Käferattacke mit 75. Strahlenattacke. Das ist hier eventuell verwirrt. Ja, scheiß auf Konfustrahl. Ich stehe nicht so auf Verwirrung. Ich bin eher der Attackierer. Natürlich kann Verwirrung auch mal helfen, aber das passiert mir zu selten, dass der Gegner sich mal selber verprügelt. So, haben wir geschafft. Ja, wir sind ein traumhaftes Team, wir beide. Ich liebe dich auch sehr. So, jetzt kriege ich von dir noch was geschenkt. Geschenkt, Mann. Ihr könnt zwischen Meisterball und Riesennuggets. Ich nehme Meisterball. Tut mir leid, Süße. Das ist meiner. Ach, weißt du was? Ich gebe dir einfach beides. Okay, ich hätte... Gut. Sie kriegt auch beides. Wie viele Meisterbälle der wohl hat, ne? So, wir haben das Problemchen hier geklärt. Und damit beenden wir den Part an dieser Stelle. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein, das heißt... Let's Play Pokémon X im Zeichen der Wonderlock Challenge. Haus rein, schau rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dengoku Senpai.